übernehme die direkte Kontrolle. Ja, und damit erstmal willkommen zu der neuen Episode. Sie gehen da, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und ich hätte jetzt eigentlich gern meine Superwaffe hier. Oh wow, die jetzt ganz schön drauf. Wow, die Waffe ist immer mega mächtig. Wo ist denn der Oberdude jetzt hier? Okay. Das wird ein harter Treffer. Wir übernehmen die Kontrolle. Okay, ich habe eine neue Lieblingswaffe. Das ist ja mal super geil. Ich hoffe, ich krieg für die auch Munition. Oh, ich habe den Timer vergessen. So, jetzt läuft der Timer. Oh, was ein Start hier. Gott sei Dank. Oh, da geht's weiter. Gott sei Dank ist Mass Effect sehr gut mit den Speicherständen. Dass man selten noch irgendwie nochmal was nachspielen muss. Das ist leider nicht bei jedem Spiel so gut. Sind wir da oben schon gewesen? Schon, ne? Tür. Einmal aufsperren, bitte. Widerstand, Widerstand. Das Ding. C und C. Und dann kommen die zwei noch zusammen. Waffenschrank. Gesellschaft. Kommen Sie da raus! Sofort! Sie sind ein Mensch! Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher! Sie haben sicher gehört, wie Sie versucht haben, sich Zutritt zu verschaffen. Es ist schwer, sich vor den Kollektoren zu verstecken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ich dachte, die wären nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Ich muss wissen, womit ich es zu tun habe. Erzählen Sie mir alles, woran Sie sich erinnern. Wir haben vor ein paar Stunden unsere Kommsignale verloren. Ich kam runter, um nach dem Hauptraster zu sehen. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Commander Alenko hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Erzählen Sie mir von den Verteidigungstürmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Wir mussten extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Diese dämlichen Idioten. Ah, das ist ein bisschen dämlich, wenn man da so eine fette Kanone hat und die nicht richtig schießt und auch kein Zielsystem hat. Warum die Allianz beschuldigen? Warum glauben Sie, dass das alles die Schuld der Allianz ist? Wir sind nur eine kleine Kolonie. Niemand hat uns gestört, bis wir diese verdammten Verteidigungstürme aufgestellt und damit die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt haben. Ich habe den Ratssektor verlassen, um meine Ruhe vor der Allianz zu haben. Wenn du mit denen zu tun hast, kommt dabei nie was Gutes raus. Ich glaube nicht, dass es die Schuld der Allianz ist. Ich glaube, ich wollte ja wirklich nur helfen.
Ich vermute mal, dass das Sabotage mit dem Spiel war. Und wir könnten die Türme gebrauchen, ja. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Dürfte nicht schwer herauszufinden sein. Brauche nur den Einsatzort. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten. Brauchen wir seine Hilfe? Oder soll er hier warten? Es ist beides gefährlich. Wenn er hier wartet, dann könnte er aufgesammelt werden. Und wenn er mitkommt, dann ist er ja ungeschützt zu diesen fliegenden Dingern da. Was soll ich denn machen? Ich denke nicht, dass wir wirklich seine Hilfe brauchen. Ich glaube, er bleibt erstmal hier. Sie sollten uns besser nicht im Weg stehen. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich lasse Sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter Ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Ich hätte es ein bisschen anders formuliert, aber okay. So, hier war ja noch so ein Waffenschrank. Raffinierter Plan. Können wir jetzt auch von den anderen die Waffen anpassen? Auswählen. Der hat schon das Kollektorensturmgewehr. Okay, Modin, wie schaut's bei dir aus? Automatische Pistole. Du machst auch Shuriken, schwere Pistole. Ja. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Stati zu den Waffen, was sie können und was sie nicht so gut können. Also im Sinne von effektiven Schadenszahlen. Hallo. Oh, Rasenmäher? Okay. Die stehen schon wieder da einfach so dumm. Achtung, hinter uns. Wie hinter uns? Hinter uns hat's Rasenmäher. Der Zukunft. Die von selber fahren. Cool. Ja, gut. Warum machen die das? Was ist das? Ableger. Fuck. Sie zerreißen muss, Shepard. Ableger. Das tut Ihnen viel. Ja, in der Tat. Okay, der ist schon mal weg. Ja, blöd, ne? Wenn man die gleichen Waffen hat wie ihr. Lassen aber keine Munition vor. Ja gut, da ist Munition. Aber nicht für schwere Waffen. Hier kommt bestimmt noch mal was. Das ist garantiert nicht gewesen. Ich brauche Munition. Da geht's noch mal weiter. Auch keine Munition. Sheet. Vielleicht. Na ja, gut, da hat's eine Energiezelle. Ah, doch! 130 Millionen für schwere Waffen. Dankeschön! Gut, dann gehen wir mal da oben hin. Ich glaube, ich werde mal die Waffe wieder wechseln. Fürs Erste. Du warst jetzt. Die Waffe. Okay, alles klar. Das nehme ich mit. Aber cool, dass wir da einige Updates jetzt hier kriegen. Gut, seltsam, wir das dass wir nicht auf mehr eingefrorene Kolonisten gestoßen sind. Kolonisten auf Schiff verladen. Kollektoren hier fast fertig. Müssen uns beeilen. Ja, wollte gerade sagen, die sind vermutlich schon verschifft worden. Was auch immer das da hier ist. Credits.
Sieht aus wie so Energiebatterien. Die Landschaft gucken. Sieht man nicht sehr viel. Das sieht aus wie so Felder. Was irgendwas bestellt haben. Hier hinten hat es noch einen Teil der Kolonie, so wie es aussieht. Und die Kanone, die nicht funktioniert. Schon unterwegs. Kein Problem. Kann ich mit dir eigentlich reden? Nee. Okay. Ich habe so das Gefühl, so groß wie das Tor ist, wird es hinter dem Tor wirklich Stress geben. Ja. CC. Widerstand. Widerstand. C, glaube ich, war das. Und so. Nice. Oh ja. Ich gehe mal auf Big Mama. Das könnte jetzt ein Bosskampf werden. Oh, da ist schon dieser Kollege da. Oh, dann haben wir gleich zwei von denen. Oh, toll. Keine Waffe. Ah, keine Waffe mehr. Komm mal zu mir. Können wir mal auf den hier bitte gehen? Scheiße. Das kommt jetzt gerade recht. Einer ist erledigt. Wow, scheiße. Auf. Nein. Ah, ich hätte auf die Umgebung achten sollen. Okay, fortfahren. Ich werde das trotzdem nochmal schnell mit Big Mama hier machen. Für die großen Dudes da. Okay, diese Waffe bitte, danke. Scheiße, da kommen die ganzen Hasses hier. Macht's mal bitte. Ach scheiße, wir haben schon einen blockiert. Der Doktor ist down. Shit, was machen wir denn jetzt? Inferno-Granate. Verbrennung, wenn's geht. Mehr kann ich nicht machen. Scheiße. Fuck, ich muss hier weg. Nein! Das kann's doch nicht sein! Oh, shit! Wie erwischt er mich denn da jedes Mal? Okay, machen wir das nochmal. Ich würde sagen... Einmal dahin. Ich gehe jetzt runter! Das kommt jetzt gerade recht. Und einmal dahin. Vermeide direkt... Ein Beschuss. Ja, was du nicht sagst. Schwerer Beschuss, unmittelbar bevorstehen. Wünsche feuert.
shit. Endlich ist er down. Ich bin dabei. Ist ja ganz einfach. Ja. Alter. Da waren ja gerade zwei von denen. Gott sei Dank hatte ich da noch Munition gehabt. Oh Gott sei Dank. Ich habe wieder Munition für die schwere Waffe. Holy shit. Was soll ich denn jetzt schon hacken? Z-Segment. Scheiße, da oben wäre es gerade gewesen. Weiß mit so ein bisschen blau. Fuck. Einmal so und einmal so. Shit. Das hier? Ja. Gott sei Dank. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Arschstätte für Kollektoren, ja, Hilfe bei dem Türmen nötig. Edie, kriegen Sie die Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Die Kollektoren werden alles versuchen, um das zu unterbinden. Ja klar. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Ja, was du nicht sagst. Mehr. Von wo? Und unten bleiben. Ist notwendig. Halt den Schuss. Das tut ihnen auch. Scheiße, wer war das? Sie wird. Ich mach mich mal unsichtbar. Sie sind durch meine Schwingung. Ich glaube, ich mach mal die schwere Waffe. Ich weiß, dass sie das kommt jetzt gerade rein. Ich weiß, dass sie das spielen. Überbrücke Absicherung und initialisiere Notaktivierung. Bitte halten Sie den Verteidigungsturm. Ja, ich versuch's. Hübsches Feuerchen. Da ist noch einer, der die gleiche Waffe hat wie ich. Das müsste sie ausbremsen. Na, komm her. Scheiße, fast keine Munition mehr. Bezweifle, dass Feind sich zurückgezogen hat. Mit Verstärkung ist zu rechnen. Ja, ich brauche Munition. Okay, wir werden mal die Waffe wechseln. Ich gehe mal auf Scharfschütze. Was? Von wo? Ach, von da oben. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Keine Munition verschwenden. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Warte, danach mache ich erstmal einen Kaffee. Übernehme Kontrolle. Ich mach mich mal unsichtbar. Und unten bleiben. Können sich nicht wieder. Warum sind die. Was? Verschwendet sie eure Fähigkeiten die ganze Zeit? Schmerz ist eine Illusion. Ne, ist es nicht. Ihre Hülle ist zerbrechlich.
Okay. Scharfschütze. Okay, sehr schräge Ansicht. Meine Angriffe werden dich zerreißen. Komm schon her. Ihren Schiffsabwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. Oh, er sagt das alles so einfach. Mir geht halt die Munition aus. Eine weniger. Naja, der Doktor ist natürlich wieder weg. Wollt ihr vielleicht mal hier nach oben kommen? Bereit machen, da kommen gleich noch mehr. Ja, gleich. Ja, ich. Oh oh. Das sieht nach Gigastress aus. Oh fuck, was zum Teufel? Habt ihr das gerade gesehen? Edi, wir brauchen das System online. Fuck! Was immer das ist, erstmal nicht zu nahe. Scheiße, was ist denn das? Da die Schiffsabwehrbatterien bei 100%. Ich habe die Kontrolle. Ich mach mich mal kurz unsichtbar. Und der Rest. Brennbar oder nicht brennbar? Ein anderer Versuch los! Oh fuck, wir können ja fast gar nichts auswischen. Fuck, 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 ich muss hier weg. Abwehrbatterien auf Kollektorenschiff. Ne, kannst du mal vielleicht das Teil hier abschießen? Das wäre voll super. Betäubungsschuss bereit. Scheiße. Ich mache halt Munition für die schwere Waffe. Lassen Sie sie nicht entkommen! Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin! Sie haben Egan und Sam und Lilith! Tun Sie was! Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich habe mein Möglichstes getan. Mehr als die meisten, Shepard. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich! Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so eine große Heldin der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retterin der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan.
und eines Geists. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Es ist zu lange her, Kaidan. Wie ist es Ihnen ergangen? Mehr haben Sie nicht zu sagen? Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre gar nichts passiert? Ich wäre Ihnen überall hingefolgt, Commander. Der Gedanke, dass es Sie nicht mehr gibt, als würde man einen Arm oder ein Bein verlieren. Warum haben Sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie noch leben? Ja, ich war nicht bei Bewusstsein. Das ist eine sehr humane Umschreibung zu dem, was gewesen ist. Aber ja. Ich konnte nicht. Ich lag die letzten 2 Jahre in einer Art Koma, während Cerberus mich wieder zusammengesetzt hat. Sie sind jetzt bei Cerberus? Garrus auch? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? Heißt das, die wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz nahm an, dass Cerberus hinter den verschwundenen Kolonien steckt. Er hat einen Hinweis erhalten, dass diese hier das nächste Ziel sein würde. Anderson hat mir kein Wort gesagt. Aber es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind. Dass sie für den Feind arbeiten. Cerberus und ich wollen dasselbe. Unsere Kolonien retten. Das bedeutet nicht, dass ich unter ihrem Befehl stehe. Glauben Sie das wirklich? Oder will Cerberus lediglich, dass Sie das glauben? Ich wollte die Gerüchte glauben, dass Sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Das stimmt nicht. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter als wie das. Kaidan, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich möchte Ihnen ja glauben, Shepard. Aber ich misstraue Cerberus. Sie könnten die Bedrohung durch die Reaper dazu benutzen, sie zu manipulieren. Was ist, wenn sie dahinter stecken? Was ist, wenn sie mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Verdammt, Kaidan. Sie sind so auf Cerberus fixiert, dass sie die tatsächliche Bedrohung völlig ignorieren. Ich weiß nicht, sie sind zu emotional. Sie wollen also nicht zuhören. Ich gehe erstmal mit, sie wollen also nicht zuhören. Ich hoffe, das endet noch gut mit ihm. Ich sehe schon, für Vernunft sind sie nicht empfänglich. Nein! Sie tauchen nach 2 Jahren auf und erzählen mir, dass sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Wo soll denn da bitte die Vernunft sein? Sie haben sich verändert. Aber ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin ein Soldat der Allianz. Und werde es immer sein. Ich muss mich auf der Citadel zurückmelden. Dort wird man entscheiden, ob man ihrer Geschichte glaubt oder nicht. Komm doch mit. Du wärst eine gute Hilfe. Ich könnte jemanden wie Sie in meiner Crew brauchen, Kaidan. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich werde nie für Cerberus arbeiten. Leben Sie wohl, Shepard. Und seien Sie vorsichtig. Ich kann ihn halt schon verstehen. Joker, naja. Das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Okay, dann schauen wir uns mal das Briefing an. Wird vermutlich wieder eins geben. Shepard, gute Arbeit auf Horizon. Hoffentlich überlegen sich die Kollektoren ihren nächsten Angriff auf eine Kolonie jetzt vorher zweimal. Es war kein Sieg. Wir haben die Kollektoren unterbrochen, aber die Hälfte der Kolonie haben sie trotzdem verschleppt. Das ist besser als die gesamte Kolonie. Und mehr als wir je erreicht haben, seit es mit den Entführungen losging. Die Kollektoren sind jetzt bestimmt vorsichtiger. Aber wir finden sicher einen anderen Weg, um sie zu ködern. Einen anderen Weg, ja. Kaidan sagte, die Allianz hätte einen Tipp über mich und Cerberus bekommen. Waren Sie das?
Möglicherweise ließ ich durchblicken, dass Sie am Leben sind. Und bei Cerberus. Sie haben das Leben meiner Freundin, meiner Crew und der gesamten Kolonie riskiert, nur um die Kollektoren dorthin zu locken? Ein kalkuliertes Risiko. Ich hatte den Verdacht, dass die Kollektoren nach Ihnen oder Bekannten von Ihnen suchen. Das hat sich nun bestätigt. Ich sagte doch, ich würde nicht rumsitzen und abwarten, während Reaper und Kollektoren immer stärker werden. Außerdem hätten sie irgendwann sowieso wieder eine Kolonie überfallen. Und ohne Hinweis darauf, welche, hätten sie alle verschleppt. Du Arschloch. Echt? Wir müssen dafür sorgen, dass sie niemanden mehr verschleppen. Genau aus dem Grund müssen die Kollektoren aufgehalten werden. Deshalb machen wir das alles, Shepard. Ich verwende alle Ressourcen darauf, einen Weg durch das Omega-4-Portal zu finden. Wir müssen sie dort angreifen, wo sie leben. Ihr Team muss stark sein. Und entschlossen. Es gibt keinen Weg zurück. Das gleiche gilt für Sie. Kann ich mich darauf verlassen, dass Sie mit früheren Beziehungen abgeschlossen haben? Das geht Sie gar nichts an. Vergessen Sie das Ganze. Es darf Ihre Mission nicht beeinflussen. Shepard, sobald wir einen Weg durch das Omega-4-Portal zur Heimatwelt der Kollektoren gefunden haben, gibt es keine Garantie auf eine Rückkehr. Damit es überhaupt eine Hoffnung gibt zu überleben, müssen Sie und Ihr ganzes Team sich der Sache ganz und gar verschreiben. Überlassen Sie das mir. Kümmern Sie sich einfach um einen Weg zur Heimatwelt der Kollektoren. Ich will nur keine Illusionen über Ihre Erfolgschance aufkommen lassen. Alle müssen in Bestform sein. Ich habe Ihnen 3 weitere Dossiers geschickt. Verstärken Sie weiterhin Ihr Team, während ich nach einem Weg durch das Portal suche. Und seien Sie vorsichtig, Shepard. Die Kollektoren werden Sie beobachten. Noch mehr Leute fürs Team. Okay. Wir werden es wohl tatsächlich tun. Das Omega-4-Portal durchstoßen und den Kampf direkt zu den Kollektoren tragen. Ich freue mich auf die Aktion. Allerdings, wenn man sich ansieht, was die Schweine auf Horizon gemacht haben, kommt man ins Grübeln. Beschäftigt sie etwas? Nein, es ist nur... Wir kommen wahrscheinlich nicht zurück, selbst wenn wir es schaffen. Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wie die meisten anderen vermutlich auch. Einen Abschluss finden. Sie verstehen? Ja, das würde ich dann auch priorisieren, dass die Crew da entsprechend mit gutem Gewissens da mitmacht, ohne dass man noch eine Rechnung irgendwie offen hat. Ja, liebe Leute, das war's aus erstmal mit dieser Episode. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal, und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Bis dann hier auf dem Kanal.